So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück bei Classic und wir geben einmal direkt hier die Quest ab. Wie geht's denn so? Ja, sehr gut geht's wieder, vielen Dank. Und wir kriegen klebrigen Leim. Unbeweglich machen, okay. Seid vorsichtig. Auch nicht schlecht. Kann man vielleicht noch später nochmal gebrauchen. Den Rest verkaufe ich jetzt erstmal meinen Händler. Bevor ich auf die Inseln gehe, muss ich mein Inventar einmal leeren. Ein Händler. Ne, Kräuterkunde brauche ich nicht. Wo war denn hier Händler? Hier drin, oder? Bestimmt irgendwo ein Händler. Da ist ein Händler. Und ja auch Handwerkswaren. Ganz ruhig. So. Ja, den alten Fische brauche ich nicht. Das ist das, das ist das. Okay, ja, der Rest passt. Wir brauchen mehr Taschen. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar mehr Taschen. So. Auf zu den Echo-Inseln, würde ich sagen. Ne? Noch eine Quest hier? Nö. Okay. Also, wir müssen jetzt, was müssen wir machen? Wir müssen Menishas Schädel holen und wir müssen Trolle töten und Salazans Kopf holen. Okay. Krieg mal hin. Hoffe ich jedenfalls. Das ist, glaube ich, hier alles auf der großen Insel hier. Wir schauen mal. Wir werden das schon finden. So. Genau, hier sind jetzt die Raptoren. Ich bild mir ein, es gab auch noch Quests für die Raptoren. Aber vielleicht kriegt man die dann erst später. Das war ein Classic ja auch Standard. Du hast teilweise, du wurdest irgendwo hingeschickt, sollst da irgendwas machen. Und dann später sagen die, ja, danke, dass du da warst. Geh bitte nochmal hin und mach mal nochmal irgendwas. Das war tatsächlich Standard in Classic. Gucken wir mal, ob das hier auch der Fall ist. Schön zu sehen, die ganzen Leute, die hier ihre Freude haben. Krieger, Magier. Finden wir noch irgendwer. Schamane. Einzige, was du halt gar nicht siehst, sind, Druiden. Weil Druiden können bei der Horde tatsächlich ja nur die Tauren spielen. Und die haben ja anderes Startgebiet, die sind ja gar nicht hier. So, hier muss man ein bisschen vorsichtig sein. Stufe 9, uje. Mal wieder stehen. So, machen wir den hier. Oh nein, die können sich... Ach du Kacke, die können sich heilen. Stimmt. Oh ja, ich erinnere mich. Ach du Schande. Die sind hart. Die sind hart. Und nur wegen dem Healen. Du kannst ihn halt nicht abbrechen. Du kannst nicht kicken. Ein Umhang. Ja, nehmen wir mit. Die haben es in sich hier, die Kollegen. Haben die auch gezählt? Ja, das sind die Voodoo-Trolle. Okay. Voodoo, Voodoo, Voodoo. So, allzu viele sind hier gar nicht, wie man sieht. Da hinten sind welche. Hexter-Troll, okay. Ja, und da war voll die Schattenblitze drauf. Widerstehen, ach Gott. Widerstehen, Alter. Okay, also die haben auf jeden Fall ordentlich Zauberwiderstand, wie man sieht. Klar, es sind ja auch Hexer. Ne? Dass die Feuer- und Schattenwiderstand haben, macht auch Sinn. Halt die Frage, wo ist Salazar? Salazar. Hoffen Leute hier. Ah, hier könnte man sogar wirklich mal. Hier hätte man einen echten Mehrwert. Alle schon getaggt. Ich muss unbedingt die Namen... ich hab das wieder vergessen, die Namensplaketten. Warte mal, ich mach mal einen ganz kleinen Cut. Ich bin sofort wieder da. Ich muss das einmal kurz umstellen. Das nervt mich schon die ganze Zeit. Bis gleich. Ja, Freunde. Jetzt werde ich gerade angegriffen hier. Hat leider nicht funktioniert, tatsächlich.
Es gibt ein Add-on, aber das funktioniert irgendwie nicht. Und es gibt ein Skript, das geht irgendwie auch nicht. Ich hoffe nur, dass Blizzard das nicht vergeigt hat und das einfach deaktiviert hat. Ich weiß es halt leider nicht so genau. Ich werde das dann mal später probieren, weil die Namenspaketen sind halt, also die ploppen ja so spät erst auf. Da brauche ich die auch gar nicht, theoretisch. Das ist ein bisschen ungünstig gelöst. Gucken, ob man das irgendwie nochmal einstellen kann. So. Ah, das ist gut. Bin ich jetzt in der Gruppe drin oder nicht? Irgendwie nicht. Warte mal. Spiel. Ach Gott. Geht mit euch aufs Schwein. Weg mit euch. Ja, ich glaube, ich bin in der Gruppe. Kann das sein? Müssen den mal kurz killen. Danach kann ich gucken. Machen auch viel Schaden, ey. Ja, ich habe kein Interface dafür. Weiß nicht warum. Muss ich gleich nochmal schauen. Kann mir irgendwer mit draufhauen? Meine Güte. Alter. Ja moin, halt euch noch mehr. Ich denke, ich bin in der Gruppe. Ja, es halt sich schon wieder. Was? Ja, ich brauche mal einen Heiltrank. So. Jetzt aber. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Also. Hä, ich bin gar nicht mehr in Fight. Jetzt. Ganz kurz. Warte mal. Einheitenfenster, Schlachtzug. Ist ja nicht eingeschalten. Genau. Ach, Mist. Ach, Scheiße. Ja, ja, so ist das, wenn man ein neues Addon spielt oder Classic in dem Fall, dann gehen die ganzen Addons einfach teilweise nicht richtig. Ja. Das haben wir Wichtel hier mal beschwören. So, jetzt kriegen wir hier die Quest nebenbei fertig. Wir brauchen noch Salazans Kopf irgendwie. Irgendwer hat auch geschrieben, Boss. Gar nicht drauf geachtet, so richtig. Hat das hier irgendwo? Liegt da irgendwo rum? Vodotroll. Ach da, Salazan, tatsächlich. So, da haben wir das schon mal erledigt. Okay. Wir brauchen jetzt im Prinzip nur noch verhexter Troll. Okay. Warte mal. Wieso geht denn dieser Quatsch hier nicht? Ah, hier. Gruppe und Schlachtzug. Deswegen. So, jetzt müsste es dann richtig gehen. Ja, jetzt haben wir wieder ordentliches Interface. Sehr, sehr schön. Warte, Schlachtzugsprofile. Ich muss die Breite etwas erhöhen. Ich mag das nämlich, wenn es ein bisschen... So sieht es gut aus. Jawohl. So, ihr fällt mir das. Okay. Verhexter Troll, genau. Verhexter Troll müssen wir töten. Aber klappt da ganz gut. Wirst du eingeladen und wenn du es brauchst, nimmst du es an und wenn nicht, dann halt nicht. Oder machst du deine eigenen Gruppen auf. Super Sache. Verhexter Troll. Ja, wo haben wir die denn? Das ist... Upsala. Das ist kein Verhexter Troll. Ich brauche mal verhexte Trolle. Vodotroll. Verhexter Troll. Da. Dort ist einfach immer doppelt. Es kostet zwar mehr Mana, aber macht auch wesentlich mehr Schaden. Gerade die Verderbnis, die haut ordentlich rein. So. Zack. Und weg. Da darf man nicht so geizig sein. Was habe ich hier gerade bekommen? Ah. Neue Rüstung, das ist schön. So. Das ist ein Voodoo-Troll, den brauche ich nicht. Ich dachte eh mal, aber... Ich brauche eigentlich verhexte Trolle. Da hinten leuchtet was? Biotonne. Ach so, das ist der Spieler. Verhexte Trolle. Gar nicht so einfach hier, die Gegner zu finden.
Also ich weiß auf jeden Fall, um nochmal kurz auf die Namensplaketten zurückzukommen, zu Classic ging das. Du konntest zu Classic die Namensplakettendistanz deutlich erhöhen, teilweise auch auf 100 Meter oder so. Und es geht ja auch jetzt im aktuellen Spiel. Das kann ich zu 100% garantieren. Aber irgendwie geht's jetzt hier in dem Classic nicht. Weiß nicht warum. Ist vielleicht noch verbuggt. Verhexter Troll, sehr schön. Zweimal dotten. Dann wegballern. Bam. Bam. Die Verderbnis haut echt gut rein. Die macht auch viel Schaden, ne? Die macht 40 Schaden. Das Ding hier macht 35. Also eigentlich ist es... Ne, warte, 10. Doch, genau. 35 Schaden. Also das ist wirklich gar nicht mal so übel, tatsächlich. So, einen verhexten Troll noch. Last but not least. Wo ist er da? Ach komm, können wir mal das Vieh. Das kommt eh gerade hier angeschissen. Ah, ja, 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 ja. So. Nehmen dies und das. Ja, verdammt. Da hinten ist wieder Salazar, den haben wir schon. Dann gehe ich einfach mal zu meinen Kollegen hier. Vielleicht killen die ja zufällig gerade noch einen, da kann ich den mit absnacken. Und wir brauchen noch Menishas Schädel. Da muss ich gleich mal gucken, wo ich den herkriege. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Ah ja, perfekt. Vielen Dank. Lederstiefel, das ist Lederverarbeitung. Das brauche ich nicht. Da mache ich mal Gear drauf. Irgendwer macht eh Bedarf wahrscheinlich. Wo gibt's denn den hier? Such den Kreis. Den Kreis der Macht auf der größten der Echo-Inseln. Okay, der Kreis der Macht. Ja, scrollen kann man hier nicht. Müssen wir mal gucken, wo der ist. Der Kreis der Macht. Das ist bestimmt irgend so eine Rune, die auf dem Boden liegt. Auf der größten, also das ist auf jeden Fall diese hier. Also spielt sich alles komplett hier ab. Die Frage ist nur, wo ist der Kreis der Macht? Mal hier im Chat fragen. Wo ist denn... Minishas Schädel? Ich weiß, das ist ja einer von denen zufällig. Muss ich jetzt hier nicht lange rumsuchen. Ach. Komm, stirb. So. Hast mein Pettchen noch gekillt. Den armen Karuki. Karuri. Was? Agro? Ach. Biotonne hier. Okay. So. Mein Pet ist tot. Nein. Ach, scheiße. Ich renn einfach mal weg. So. Okay, der Kreis der Macht, der hat gesagt, hier, also irgendwo hier, wo er gerade stand. Den muss ich ja wahrscheinlich auch nur looten, ne? Kann das sein? Muss mal gucken. Der Kreis der Macht. Ach, ich weiß, ich weiß es, ich weiß es. Ah, eine Kiste. Eine Kiste. Übrigens auch das Blizzard-eigene Interface buggt hier rum, wie ihr seht, ne? Er ist schon lange raus. Aus der Gruppe der Schurke. Wird trotzdem noch angezeigt. So, hier, da. Da haben wir Schädel. Ich weiß noch nicht, welcher der richtige ist. Och, geh mir doch nicht. Mann, du wohle Troll. Geh halt weg. Wir
müssen sie auf jeden Fall als erstes die Verderbnis mal runterskillen. Diese 2 Sekunden Cast-Zeit für diesen Dot sind viel zu lang. So, jetzt aber. Ah ja, perfekt. Okay, da haben wir alles fertig. Sehr, sehr schön. Da schreibe ich auch mal Danke und Bye-Bye. Immer schön nett sein in Classic, Freunde. Ihr wisst's ja. Nicht einfach nur Gruppe join, Gruppe leaven, yalla yalla, go go go, sondern wirklich mal ordentlich spielen, nett sein und ja. Denn es gibt nicht 50.000 Server, sondern es gibt halt nur, ja, euren einen, wo ihr drauf seid, kein Cross-Realm, gar nichts. Also wenn ihr euch euren Namen versaut auf eurem Server, dann werdet ihr auch dann gelyncht irgendwann, ne? So wie früher auch. Da, 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 da. Oh, im Chat wurde gerade was Interessantes besprochen. Da muss ich direkt mal nachgucken. Das stimmt, was die hier schreiben. Tatsächlich. Classic, neuer PvP-Server Patchwork für Deutschland. Also der Name des Servers ist Patchwork. Der ist auch jetzt schon direkt online gekommen und die schreiben gerade im Chat, der ist schon jetzt wieder voll. Oder also mittel bis voll. Tja, dazu kann ich halt nur eins sagen. Liebes Blizzard-Entwicklerteam, schön, dass ihr Classic macht, aber ihr habt leider komplett unterschätzt, wie viele Menschen das spielen wollen, speziell in Deutschland. Weil ich glaube, der Denkfehler ist hier, dass man bei deutschen Servern immer nur an die Deutschen denkt. Aber das ist ja Quatsch. Ne? Denn auf den deutschen Servern spielen ja auch die Österreicher, die Schweizer, die Luxemburger, die Dänen, diverse Leute, ne? Belgier. Die werden vielleicht auch auf Englischen gehen, aber es gibt einen bestimmten Teil von den Leuten, die auf dem deutschen Server spielen. Hinzu kommen die vielen Deutschen, die gar nicht in Deutschland wohnen. Die werden auch auf den deutschen Server gehen und so weiter. Also das sind viel, viel mehr, als Blizzard gedacht hat. Ja. Ich glaube, das wurde sehr, sehr stark unterschätzt. Aber naja. Das Doofe ist halt, dass die Server, die jetzt neu hinzukommen, die werden möglicherweise die ersten sein, die dann wieder leerer sind. Also ich wäre da vorsichtig, da hin zu switchen. Man kann das machen. Wir werden mal sehen, wie das sich dann entwickelt. Aber ich denke, wenn ein Server anfängt zu bröckeln, dann sind das auf jeden Fall die, die zuerst, die jetzt zuletzt reingekommen sind. Das ist aber nur meine Theorie. So. Was ihr wolle? Ich wolle ein bisschen Questbelohnung. Schwach leuchtender Schädel. Ah, toll. Kann ich einmal benutzen, ne? So, unser Lasans Kopf und dafür kriege ich hier gar nichts. Okay, danke für nichts. So, jetzt soll ich, jetzt habe ich 2 Quests nach Klingenhügel, das ist gut, denn jetzt können wir endlich mal VZ und Schneiderer lernen. Das machen wir jetzt auch gleich. Wir haben schon ein paar Stoffe gefarmt, ich meine, gut, viel ist es nicht, ne? Aber wenigstens was. Ist das verbrauchbar? Ich meine, viel ist es eh nicht. Wenn das nicht verbrauchbar ist, kann man es sogar langfristig immer mal wieder einsetzen. Ich mal testen. Also das ist auch so schön. Das gehört auch zum Classic-Feeling dazu. Du rennst irgendwo lang und wirst einfach von fremden Leuten gebufft. Die Leute machen es einfach. Ich meine, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie lang ist es, wenn ihr WoW durchgängig gespielt habt? Von Anfang bis jetzt. Ja, also komplett WoW. Wie lang ist es her, dass ihr unterwegs wart in der Open World und einfach mal so auf eurem Weg gebufft wurdet? Also ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist so Ewigkeiten her. Und die Buffs gibt's ja. Die gab's ja auch schon noch in MOP. Die Buffs gab's auch noch in WoD, glaube ich. Bin gerade unsicher. Auf jeden Fall, die gab's super lange. Aber irgendwann hat's einfach keiner mehr gemacht. Weil die Buffs einfach useless waren. Ne? Weil die überhaupt nichts gebracht haben. Oh, wow, ich habe 10 Life mehr oder so. Aber in Classic war das super wichtig. Ich meine, 3 Ausdauer? Ich weiß es nicht. Das sind 30 Leben, glaube ich. Ne? Warte mal, kann ich das hier nachlesen? Nee, kann ich da nicht nachlesen. Hier fehlt noch vieles. Aber ja. Doch hier. Ne, Healing. Nee, ich kann es nicht sehen. Ich glaube, 1 Ausdauer waren immer 10 Leben. Außer man hatte noch irgendwelche Modifier drin oder irgendwelche Besonderheiten. Aber normalerweise 10 Leben pro Ausdauer. Das heißt, ich habe jetzt 30 Leben mehr. 30 Leben mehr entspricht hier bei meinem wenigen Life 15%. Ne? Und das ist schon awesome. Das ist schon echt viel.
Vor allem, weil du es halt auch wirklich brauchst, ne? Auch die anderen Buffs, Mal der Wildnis, Dornen. Kann sich noch irgendwer von euch daran erinnern, dass er vielleicht mit einem Krieger oder Schurken oder mit irgendeinem Midi-Charakter gelevelt hat und sich diebisch gefreut hat, wenn ein hochstufiger Druide an dir vorbeigelaufen ist und dir für 10 Minuten Dornen gebufft hat, die ein paar Level höher waren? Das ging nämlich früher, ja? Du hast deinen Schaden teilweise vervierfacht dank der Dornen, weil die so vom Level her so unglaublich hoch waren. Das war richtig krass, das war richtig geil. Da hast du dich wie ein kleines Kind gefreut und bist erstmal losgestratzt und hast alles gepult und hast richtig alles abgeräumt. Ja. Alles Dinge, die cool waren. Und die gibt's halt auch nicht mehr, ne? Tja. Klar, ich meine, gut, es war natürlich bescheuert und völlig overpowered, aber es war trotzdem geil. Ja. So. Ach, da hab ich direkt mal kurz gegähnt. Aber nicht vor Langeweile, sondern weil ich ein bisschen müde bin tatsächlich. Ja, ich nehme mal die Quests hier alle an. Und dann gehen wir sowieso erstmal Berufe lernen. Und auch gleich hier Ruhestein setzen. Die Bürde des Peons. Achso. Ich nehme. Ja, ist eigentlich egal als Hexer, ich nehme Barot. Seid sicher. Wie kann ich euch helfen? Zack. Also mal kurz gucken hier. Bogenmacher, Tuchen, Lederrüstungshändler. Ich muss mal kurz die Berufsspacken suchen. Hexenmeisterlehrer. Das ist schon mal gut, aber der kann mir noch nichts beibringen, weil ich noch nicht Stufe 8 bin. Wir könnten aber mal fix Stufe 8 farmen. Wie viel brauche ich da? 660 EP. Ja, komm, das farme ich mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier weiter quest. Ich würde nämlich gerne, wenn wir dann hier diese Quest machen, die sind nämlich schon ein bisschen höher wieder vom Level, würde ich gerne ein bisschen mehr bessere Fähigkeiten haben. Stufe 7. Können wir hier wunderbar farmen, ne? Was kann ich, was die jetzt hier an EP geben? Profi. Mal gucken hier. 80. Perfekt. Also es sind keine 10 Mobs, sind 8 bis 9 Mobs, die wir töten müssen. Wunderhübsch. Dringend einen Zauberstab. Aber den kann ich mir dann selber herstellen. Wenn ich Verzauberer bin, geht das easy. Habe ich nämlich extra nachgeguckt. Das war meine kleine Vorbereitung. Ohne Guides natürlich, aber ich habe es halt auf dem Privatserver mal getestet so ein bisschen. Wie das mit den Zauberstäben eigentlich funktioniert. Und man kann tatsächlich als Verzauberer ohne große Probleme sich easy den ersten und zweiten Zauberstab herstellen. Und die bringen einen wirklich sehr, sehr weit schon. Die reichen locker bis Stufe 25. Danach wird es ein bisschen kniffliger, aber auch dann geht's noch. Ich glaube, Maximum Zauberstab war Stufe 40. Ich glaube, höher ging der Zauberstab nicht beim Herstellen. Oder zumindest nicht beim Händlerrezept. So. Ja, fertig farmen. Schäckiger Terror-Eber. So. 300 EP, also noch drei Mobs. Na, drei bis vier. Ja, doch vier Mobs eher. Und ihr seht, wir müssen jetzt tatsächlich, wenn wir hier ein bisschen am Stück farmen, wirklich auch unseren Adelass einsetzen. Weil wir sonst einfach nicht hinkommen mit dem Mana. Weil der Mana-Rick wurde dann bei Classics so ab Stufe 4 immer schwächer. Und dann wurde er richtig schwach irgendwann, dass du am Ende wirklich auch trinken musstest. Ne, da konnten auch Magier deswegen ganz gut leveln, weil die hatten ja ihr Trinken quasi immer dabei und auch eigentlich immer ganz aktuelles Trinken. Ich brauch's halt eigentlich nicht trinken, weil ich krieg gleich mein Level ab, noch ein Vieh. Ich hoffe, das schaffe ich. Warte mal, einmal recken kurz.
Also gerade das Pad muss nochmal regen. So, perfekt. Ah, das ist eine Stufe 6. So. Und. Ach Mist, wie viel fehlt denn da? 20 EP. Frechheit. Okay, also noch ein Schwein. Guck mal, da steht einer. Roka Blade Shadow. Stufe 35. So, letzter Eber. Ach, dieses Zurücksetzen nervt. Deswegen Zauberstab. So, Stufe 8, wunderbar. Dann gehe ich doch mal direkt zum Lehrer, hole mir meine neuen Fähigkeiten, wenn es denn da welche gibt. Ich weiß gar nicht. Normalerweise immer alle zwei Level. Also das war so der Standard früher. Du bist eigentlich alle zwei Level zum Lehrer gerannt und hast dir deine neuen Spells geholt. Gerade wenn du Pet-Klassen hattest. Weil die Pets haben nämlich, ich glaube es waren immer die ungeraden Level, haben die auch teilweise neue Spells bekommen oder neue Fähigkeiten. Dann hat es sich immer doppelt gelohnt. Na, gerade Spott oder so, was die Pets ja immer haben. Das war immer mega wichtig. So, mal gucken, was wir jetzt hier Feines kriegen. So, erstmal umstellen. Fluch der Pein, Stufe 10. Ach, eben, ich wollte schon sagen. Fluch der Pein und Furcht. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben endlich unseren Instant Dot. Zack. Und die Furcht. Die mache ich mal hier hin. Ich brauche das Ding eigentlich gar nicht hier. Mache ich mal dahin. So. Und dann gehen wir mal zum Händler. Habe ich noch irgendwas bekommen, was ich... Stoff? Ne, haben wir. Fünf Rüstung. Brauche ich irgendwas? Nö, passt. Was braucht ihr? Mal reppen hier. Eberfleisch. Ah, man könnte es... Ich weiß nicht, wollen wir es aufheben zum Kochen? Ich hebe es mal noch zum Kochen auf. Skorpionstachel. Ich habe keine Ahnung, was das alles wert ist. Wir können doch nicht alles aufheben. Rauer Stein braucht man als Schmied ein bisschen. Das Ding ist, man kann sich eigentlich ganz gut Gold verdienen mit dem ganzen Kram. Ich weiß es nicht, wie wertvoll rauer Stein ist. Aber theoretisch brauchen das Schmiede. Und theoretisch haben Schmiede wenig Bock, sowas zu farmen. Also wenn die ein bisschen Geld haben und wenn es nur 10 Silber sind, kriegst du halt mehr als hier beim Händler. Und wenn man dann das Mount später haben will, tja, macht das schon Sinn. Erste Hilfe. Braucht man eigentlich nicht unbedingt als Hexer, kostet ein Silber. Mache ich aber trotzdem, komm. So. Schamanenlehrer, Priesterlehrer. Ich brauche die Berufslehrer. Kriegerlehrer. Mal gucken hier. So, erste Hilfe können wir uns ja mal rausziehen. Erste Hilfe. So. Dann waren die Berufslehrer vielleicht da oben. Warte mal, hier ist hier. Jägerlehrer. Metzger, Koch. Kochen können wir lernen. Da können wir uns. Gibt verschiedene Buff-Foods, die auch dann mal Gesundheit regenerieren oder so. Ich weiß gar nicht, was da alles so gibt. Raus Kochkunst. Damit. Vorwärts zum Sieg. Kraft. Metzger. Er war nicht gerade ein Kochkunstlehrer? Loktar. Doof. Loktar. Okay. Tja, wo sind denn die Berufslehrer, die ich suche? Ich muss mal ein bisschen hier rumgucken. Tierausbilder brauche ich nicht. Jägerlehrer, das ist klar. So, hier hoch muss ich ja eh wegen der Quest. Schurkenlehrer. Was braucht ihr? Vorwärts zum Sieg! Kann ich /Tar-Schur? Nee, das geht nicht, okay. Wir brauchen den Schneiderei- und VZ-Lehrer. Ich gehe nochmal hier um das Gebäude rum. Vielleicht sind da hinten noch welche. Ansonsten bin ich ein bisschen ratlos, wo die sind. Dann suche ich vielleicht einfach mal gleich offscreen nach. Die Folge ist eh so gut wie rum. Was können wir eigentlich machen? Ich laufe nochmal einmal hier rum und dann, wenn ich da nicht finde, dann suche ich mal offscreen. Ist ja kein Problem. Ne? Aber ich will es halt gleich von Anfang an leveln, weil sonst hast du das Problem hinten raus, dass du halt wirklich immer wieder, ja, dem Kram hinterher rennst. Feuerblitz, Rang 2. Cool. Okay. 7 bis 10 Schaden macht er und kostet 10 Mana, 2 Sekunden Cast-Zeit. Da kommen wir mal, wie stark der ist. Okay, 12 bis 14. Also macht ein bisschen mehr Schaden. Kostet aber auch ein bisschen mehr Mana, aber das ist fair. Also macht, ja.
7 bis 10, 12 bis 14, das ist okay. Aber Bogenmacher, Wo sind denn die Berufslehrer? Bin ich blöd? Waffenschmied, Ingenieur. Alle sind hier, nur die nicht, die ich haben will. Minenarbeiter. Oder waren die gar nicht? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe ja das nie früher gelernt, die Berufe. Ich habe die komplett ignoriert damals, so Original-Classic-Zeiten, und mich dann hinterher tierisch geärgert. So wie, glaube ich, die Hälfte von euch, weil Berufe einfach scheiße teuer waren. AFK, Stufe, bla bla bla. Okay, ich suche die mal kurz offscreen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. We met many years ago upon a dusty road. You, a humble priest, and me, a feeble rogue. We were the weakest of the weak, the lowest of the low. But when we fought together, our legend did grow. We battled our way from Black Rock Spire to Molten Core. Took 40 hours for Ragnaros and only wanted more. Our days of being weak are firmly in the past. And now our shields are stronger, our bonds are built to last. So, whether you're for the Alliance or if you're for the Horde, it's time to toast to 15 years. Everyone raise your sword. No enemy can defeat us. There's no battle we can't win. When we crunch the numbers, stand together and... Leroy Jenkins!